Servus Bayern-Fans und herzlich willkommen zu diesem Spieltag-Rückblick, Bundesliga-Spieltag-Rückblick. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nennen werde. Könnt auch gerne mal einen Vorschlag in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine bessere Idee habt. Aber genau, herzlich willkommen dazu. Heute schauen wir zurück auf das Spiel FC Bayern gegen SC Freiburg. Das Topspiel vom letzten Wochenende. 2 zu 1 ist es ausgegangen, wie man auf dem Thumbnail schon erkennen kann. Und das würde ich gerne heute etwas besprechen. Gemeinsam mit unseren Tipps, die wir uns auch nochmal anschauen werden. Und vielleicht könnte man schon hören, ich bin immer noch etwas angeschlagen. Dementsprechend ist meine Stimme noch etwas verschnupft oder so ähnlich. Seht mir das vielleicht nach heute, vielleicht auch noch beim nächsten Mal, ich weiß es nicht. Aber dann würde ich sagen, fangen wir gleich damit an. Zunächst nochmal hier einen kurzen Blick auf die etwas aktualisierte Grafik. Ich habe jetzt die Aus- und Einwechslungen hinzugefügt, habe dabei zwei unterschiedliche, ja, Symbole benutzt. Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, was ich dabei in Zukunft mehr verwenden werde. Solltet ihr mir am besten irgendwie zukommen lassen, vielleicht auch über Instagram, wo ihr uns auch finden könnt, wie ihr das oder was ihr besser findet. Damit, ja, ich persönlich kann mich nicht wirklich entscheiden. Ich finde das Grün-Rote etwas besser, aber das erinnert mich gleichzeitig etwa an etwas anderes Cycling und das würde ich jetzt nicht gerne mit Fußballspielern in Verbindung bringen. Ansonsten sehen wir noch die Tore und die Vorlagen, die ich bei den einzelnen Spielern hinzugefügt habe. Die schwarzen Fußbälle sind die Tore, die grünen sind die Vorlagen. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir mit der Bewertung und der Spielerbesprechung an. Neuer am Tor mit einer 7,2 hat ein ordentliches Spiel gemacht, bis zur 90. plus 3 auch ohne Gegentor geblieben, dann leider noch eins gefressen, in Anführungszeichen. Hatte aber ein, zwei Unsicherheiten drin, deswegen, ja, war okay, aber jetzt auch nicht übermäßig gut. Deswegen nur oder noch 7,2. Dann Vierer Verteidigerkette. Davis mit einer 7,5er Bewertung hat auf jeden Fall wieder offensiv sehr viel geschafft und auch defensiv keine wirklich großen Torchancen auf seiner Seite zugelassen. Sehr gutes Spiel hätte man auch meiner Meinung nach noch etwas besser bewerten können. Und ansonsten Hernandez. Mit einer 8,0 kann ich gleich schon mal vorwegnehmen. Unser bestbewertetster Spieler des Spieltags mit seiner 8,0. Und ist damit auch bei Emanuel der Spieler des Spieltags. Genauso wie bei Lennart. Bei mir gibt es da nochmal einen anderen. Ansonsten aber, ja, hat sehr viel defensiv gerissen, hat auch wieder einige von seinen Offensivläufen gehabt, wie ich ja letztens oder immer wieder auch schon anspreche, wo er sich einfach mal ein Herz nimmt und über den halben Platz gefühlt dribbelt mit dem Ball und dann versucht, das Bayern-Spiel nach vorne zu bringen, was oft auch klappt, hat aber in der letzten Zeit hin und wieder auch mal nicht geklappt. Dieses Mal hat es aber immer geklappt und bei diesen drei Läufen ist auch zweimal, meine ich, eine etwas kleinere Torschuss bei rumgekommen. Größere waren da jetzt dieses Mal leider nicht dabei. Trotzdem ist dann zur 85. Minute raus und dafür ist dann Tanguy Nianzou gekommen, der auch noch mal ein paar Minuten sammeln durfte, nachdem er ja im Spiel davor in der Startelf gestanden hatte. Aber zu dem komme ich gleich noch. Dann Upamecano, 6,4er Bewertung. Meiner Meinung nach etwas zu niedrig. Also ich habe jetzt nicht den Kontrast gesehen, schon durchaus ein Kontrast zu Hernandez. Er war definitiv der schwächere Part in der Innenverteidigung, unserer Meinung nach. Ich hätte ihn aber etwas besser noch bewertet, auch weil er einige gute Angriffe mit starken Bällen eingeleitet hat. Viel auch auf Davis geschickt, der mit seiner Schnelligkeit dann definitiv auch was aus den Bällen machen kann. Zusätzlich hat Upamecano dieses Mal auch wieder die meisten Ballkontakte und die meisten Pässe.
Und hatte auch die Idee für das Tor zum 1 zu 0, das dann in der ersten Halbzeit schon gefallen war. Passt Upamecano auf Goretzka, der macht dann einen gut halben Doppelpass. Müller braucht zwei Versuche, bis er den Ball wieder zurück zu Goretzka bringt. Aber ansonsten war es Upamecanos einleitende Idee. Deswegen würde ich ihm jetzt nochmal ein bisschen extra loben, auch wenn es die Bewertung nicht so ganz hergibt. Süle auf der rechten Seite mit einer 7,2er Bewertung. Auch er, ich finde ihn jedes Mal besser, wenn er auf der Rechtsverteidigerposition spielt. So ist meine Ansicht auf die Dinge. Wir können es auch gerne anders sehen. Ich finde, er hat einen guten Job gemacht, ist auch das ein oder andere Mal im gegnerischen Strafraum auch aufgetaucht, hatte auch, meine ich, eine der ersten Chancen für die Bayern in dem Spiel, wo er aus 10, 11 Metern, 10 auf 12 Metern mittig auf den Torwart leider schießt. Sonst trotzdem auch offensiv wieder gespielt, als hätte er sein Leben schon Rechtsverteidiger gespielt. Also ja. Gutes Spiel von Süle, 7,2, durchaus verdient. Dann kommen wir zum Mittelfeld, wo wir Goretzka und Kimmich jeweils mit einer 7,2 Bewertung haben. Und bei Goretzka auch er wieder mit sehr vielen Ideen und auch ein paar Läufen, guten Läufen im Spiel, die dann auch zu unter anderem dem Tor geführt haben. Eine andere Großchance hat er dann auch noch gehabt, die er leider nicht im Tor unterbringen konnte. Ansonsten aber defensiv etwas wackelig, ist mir so aufgefallen. Trotzdem aber ein ziemlich gutes Spiel gemacht, auch mit dem Tor. Ist dann zur 72. ausgewechselt worden. Dann Kimmich, mein persönlicher Man of the Match, hat von mir die beste Bewertung bekommen. Emanuel und Lennart waren jetzt aber nicht so gut, großartig von ihm überzeugt. Da bin ich echt alleine bei den drei. Meiner Meinung nach sehr viele gute Ideen gehabt und auch defensiv, bis auf diesen einen Wackler, wo ihr fast Höhler eine Vorlage gibt, nichts falsch gemacht. Auch wieder die zweitmeisten Pässe, also war nach Upamecano derjenige mit den meisten Ballkontakten und Pässen, sowohl bei Bayern als auch bei Freiburg. Wobei, zu der einen Situation muss ich noch sagen, für meinen Geschmack muss da jemand stehen, wo Kimmich den Ball hinköpft. Ich weiß jetzt nicht, ob sich alle an die Situation erinnern können. Kimmich köpft den Ball zurück zu den eigenen Verteidiger rein und passt zwischen Davies, Upamecano und Hernandez, die ungefähr alle auf der Position von Hernandez stehen, um sich das jetzt mal bildlich vorzustellen, und Süle, der etwas ungefähr auf seiner Position steht. Und Kimmich köpft von seiner Position aus dem Zweikampf, Luftzweikampf, zu Upamecanos Position, wo leider kein Verteidiger steht, sondern ja, alle drei stehen ungefähr etwas weiter links, wo Lukas Höhler dann relativ frei zum Schuss kommt. Deswegen, ja, meiner Meinung nach, Davies ist von dort gerade gekommen, schaut sich den Ball und die Flugkurve an, denkt sich, nee, ist nicht meine, und läuft weiter auf seine Seite. Upamecano steht auch direkt bei Hernandez, also da müsste eigentlich ein Upamecano stehen oder ein Davies müsste sich noch angesprochen fühlen, wenn beide sich nicht irgendwie auf falschen Positionen befinden würden, wäre diese Chance so nicht entstanden, würde ich eher Kimmich etwas rausnehmen. Natürlich, er sollte schon auch noch irgendwo im Kopf haben, wo seine Leute stehen, vor allem bei einem Rückpass. Trotzdem, also ich finde, da sollte jemand stehen. Und gut, in dem Fall war es ein Freiburger, aber das war es nicht, was ich meinte. Ansonsten, wie gesagt, noch sehr viele ordentliche, sehr kreative Ideen, die aber meistens zu keinen großartigen Torchancen jetzt direkt geführt haben, sondern mehr im Aufbau wichtig waren und dann im Prinzip indirekt zu Torchancen geführt haben. Dann haben wir die offensive Dreierreihe mit Sané, Müller und Coman. Sané und Müller jeweils mit einer Vorlage. Alle drei werden dann auch später ausgewechselt. Sané mit einer 7,5er Bewertung, wieder ein sehr starkes Spiel.
im Prinzip an fast jeder Offensivaktion der Bayern beteiligt, auch ob mit Läufen oder mit guten Vorlagen oder dem Durchlassen des Balls. Da gab es auch eine sehr starke Szene, wo er das gemacht hat und es zu einer sehr großen Torschuss geführt hat, die leider nicht ins Tor gegangen ist. Also wirklich wahrscheinlich der größte Aktivposten, wenn es ums Offensivspiel der Bayern geht. War, wie gesagt, an fast jeder Situation beteiligt, konnte sich aber nur mit einer Vorlage belohnen. Dann Müller. Auch hier finde ich, wird ihm die 6,3 Bewertung nicht ganz gerecht. Ich finde, dafür, dass auch er fast an jeder Offensivaktion der Bayern Münchner beteiligt war, ist das doch etwas mau. Auch die eine Vorlage sollte da dazu zählen. Ansonsten auch mit sehr vielen guten Bällen, guten Flanken, von rechts, von der Mitte, von links habe ich, glaube ich, jetzt keine im Kopf. Aber an sich auch ein gutes Spiel gemacht und hat eben dann auch seine obligatorische Vorlage geliefert. Ansonsten halt dann etwas unauffällig, so wie halt immer. Oder fast immer. Mit wenig auffälligen Aktionen. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum wir ihn so schlecht bewertet haben insgesamt. Coman auf der anderen Seite, auch relativ unauffällig in diesem Spiel, hatte ein, zwei gute Aktionen. Die meisten der Offensivaktionen gingen aber über die linke Seite, über Davies und Sané. Oder eben auch Müller. Coman dementsprechend ein vergleichbar schlechtes Rating, trotzdem noch 7,0. Hatte seine Aktionen, hatte seine guten Aktionen und deswegen auch verdient mit diesem Rating. Und im Sturm noch Robert Lewandowski mit einer 7,2 Bewertung. Hat nicht so viele Torchancen gehabt. Generell in diesem Spiel war es Davis, der die meisten Torschüsse hatte, was auch mal eine Premiere für ihn ist und nicht Lewandowski. Also so große Torgefahr hat er in diesem Spiel nicht ausgestrahlt. Trotzdem kommt er wieder auf sein Tor. Mit einer super Reaktion, nachdem Sané selbst die Reaktion noch hat, den Ball von Davis in diese Richtung zu lenken. Aber steht dann am Ende auch da oder läuft dann auch dahin, wo ein Stürmer von seiner Klasse hinlaufen muss, stehen muss und schiebt den Ball ganz knapp vom Abseits noch ins Tor rein. Wurde auch gecheckt, war aber nichts los. Deswegen hat das Tor gezählt und damit hat er ein sehr wichtiges Tor in diesem Spiel geschossen. Hätte er das nicht getan, wäre das Spiel nur unentschieden ausgegangen. Dann kommen wir noch zu den Einwechslungen. Gnabry mit einer 6,6er Bewertung kam für Coman in der 67. Minute in das Spiel hinein und war jetzt nicht ganz so auffällig. Dafür, dass er halt in der 67. erst reingekommen ist, hat er aber ein ordentliches Spiel gemacht. Und hatte auch seine Aktionen nach vorne. Dementsprechend auch eine relativ gute Bewertung für das, dass er nur 23 Minuten gespielt hat, mit 6,6. Dann Tolisso hat ein Abseitstor geschossen, ein sehr, sehr schönes Abseitstor. Leider hat es nicht gezählt, weil Choupo um, keine Ahnung, 10 cm im Abseits stand. Ein sehr schöner Chipball aus 30 Metern, so um den Dreh. Also wäre bestimmt ein Anwärter für das Tor des Spieltags auf jeden Fall mal, vielleicht sogar des Monats gewesen. Wobei, da gab es ja noch diesen anderen Kracher von Bochum. Aber na gut, sehr schönes Tor auf jeden Fall. Leider nicht gezählt. Ansonsten aber im Mittelfeld mit ein paar kleineren Schwierigkeiten. Man hat ihm doch schon etwas angesehen, dass er nicht ganz so viel Spielpraxis hat bis jetzt. Und ja, wenn er sich da noch steigert, durchaus auch wieder ein Kandidat für die erweiterte Startelf. Im Moment ist er ja wirklich nur vierte Geige hinter Goretzka, Kimmich und Sabitzer. Auch Musiala ist reingekommen für, ich denke, Thomas Müller in der 72. Ja, Goretzka raus für Tolisso, Musiala für Müller. Ziemlich unauffällig gespielt gemacht, muss ich sagen. War kein großer Fan von ihm in diesem Spiel. Hat jetzt auch keine Fehler gemacht, aber hat offensiv auch nicht so viel für das Ergebnis beigetragen oder für großartige Torchancen. Jetzt mit nur 6,2. Dann Choupo mit einem mal wieder
sehr guten Spiel mit 5 Minuten, kommt fast wieder auf einen Scorerpunkt wegen dem Abseitstor von Tolisso. Steht aber wie gesagt leicht im Abseits, deswegen das nicht. Trotzdem aber auch viel aus der Defensive hier. Dampf nach vorne gemacht und eben auch als Anspielstation vorne. Aber leider kein Ertrag, deswegen auch keine bessere Bewertung, auch wenn es für 5 Minuten schon eine ziemlich gute Bewertung ist. Dann haben wir noch Nianzou, den haben wir nicht bewertet. War zu unauffällig für die Aktionen und dann hatte er auch noch nur eine schlechte Aktion, die wirklich auffällig war, nämlich unserer Meinung nach der Hauptfehler von Nianzou beim Gegentor war jetzt nicht von so großer Bedeutung. Das Spiel ist ja trotzdem noch gewonnen worden. Trotzdem ein leichtes Minus von uns. Und damit schließe ich die Spielerbewertung für dieses Spiel ab. Dann machen wir weiter mit unseren Tipps vom letzten Mal. Ziemlich viel Rot. Ich habe ein wichtiges Ergebnis bei Mainz gegen Gladbach. Auf Bochum hatten wir alle nicht gesetzt, auf Bielefeld auch nicht. Dafür alle auf Wolfsburg, auch wenn niemand mehr als 2 Punkte hier bekommt. Dann ein richtiges Ergebnis von Lennart bei Leipzig gegen Dortmund. Emanuel und ich kriegen keine Punkte. Ansonsten Emanuel und ich noch mit 2 richtigen Tendenzen und richtigen Tordifferenzen. Sehr viel Zitz. Bei Köln gegen Union. Bei dem 2:2 und wir hatten alle 3 Frankfurt getippt, allerdings eindeutiger, als das Spiel dann im Endeffekt ausgegangen ist. Und bei Bayern gegen Freiburg haben wir alle etwas höhere Ergebnisse getippt. Wenn man sich die Historie anschaut, hätte man auch etwas niedriger tippen können, haben wir aber nicht getan. Deswegen gibt es für jeden von uns 2 Punkte und damit schaut der Endstand so aus. Emanuel 9 Punkte, Lennart 11 und ich 14 aus diesem Spieltag. Durchschnittlicher Spieltag, nicht allzu gut, nicht wirklich schlecht, aber noch Luft nach oben. Und dann würde ich sagen, was das mit diesem Rückblick des Spiels Bayern gegen Freiburg und den restlichen Spielen, zumindest da bei den Tipps. Wenn ihr noch Feedback habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, ist ja jetzt ein neues Format im Prinzip. Genau, und nächste Woche kommt dann das nächste Video. Bis dahin, viel Spaß beim Deutschland schauen und tschüss.